Die Geheimnisse. Ein wunderbares Lied ist euch bereitet. Vernehmt es gern und jeden ruft herbei. Durch Berg und Täler ist der Weg geleitet. Hier ist der Blick beschränkt, dort wieder frei. Und wenn der Pfad sacht in die Büsche gleitet, so denket nicht, dass es ein Irrtum sei. Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, zur rechten Zeit dem Ziele näher kommen. Doch glaube keiner, dass mit allem Sinnen das ganze Lied er je enträtseln werde. Gar viele müssen vieles hier gewinnen. Gar manche Blüten bringt die Mutter Erde. Der eine flieht mit düsterm Blick von hinnen, der andere weilt mit fröhlicher Gebärde. Ein jeder soll nach seiner Lust genießen, für manchen Wandrer soll die Quelle fließen. Ermüdet von des Tages langer Reise, die auf erhabenen Antrieb er getan, an einem Stab nach frommer Wandrerweise, kam Bruder Markus außer Steg und Bahn, verlangend nach geringem Trank und Speise, in einem Tal am schönen Abend an, voll Hoffnung in den waldbewachsenen Gründen, ein gastfrei Dach für diese Nacht zu finden. Am steilen Berge, der nun vor ihm steht, glaubt er die Spur eines Wegs zu sehen. Er folgt dem Pfade, der im Krümmen geht, und muss sich steigend um die Felsen drehen. Bald sieht er sich hoch übers Tal erhöht, die Sonne scheint ihm wieder freundlich schön. Und bald sieht er mit innigem Vergnügen den Gipfel nah vor seinen Augen liegen. Und nebenhin die Sonne, die ihm neigen, noch prachtvoll zwischen dunklen Wolken thront, er sammelt Kraft, die Höhe zu ersteigen. Dort hofft er seine Mühe bald belohnt. Nun, spricht er zu sich selbst, nun muss ich zeigen, ob etwas Menschliches in der Nähe wohnt. Er steigt und horcht und ist sie neu geboren. Ein Glockenklang erschallt in seinen Ohren. Und wie er nun den Gipfel ganz erstiegen, sieht er ein nahes, sanft geschwungenes Tal. Sein stilles Auge leuchtet von Vergnügen, denn vor dem Walde sieht er auf einmal in grüner Au ein schön Gebäude liegen. Soeben trifft's der letzte Sonnenstrahl. Er eilt durch Wiesen, die der Tau befeuchtet, dem Kloster zu, das ihm entgegenleuchtet. Schon sieht er dicht sich vor dem stillen Orte, der seinen Geist mit Ruhe und Hoffnung füllt, und auf dem Bogen der geschlossenen Pforte erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er steht und sinnt und lispelt leise Worte der Andacht, die in seinem Herzen quillt. Er steht und sinnt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten. Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet, das aller Welt zu Trost und Hoffnung steht, zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet, zu dem viel tausend Herzen warm gefleht. Dass die Gewalt des bittern Tods vernichtet, das in so mancher Siegesfahne weht, ein Labequell durchtrinkt die matten Glieder, er sieht das Kreuz und schlägt die Augen nieder. Er fühlet neu, was dort für Heil entsprung, den Glauben fühlte einer halben Welt. Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt. Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten. Und leichte Silberhimmelswolken schweben, mit Kreuz und Rosen sich emporzuschwingen, und aus der Mitte quillt ein heilig Leben dreifacher Strahlen,
die aus einem Punkte dringen. Von keinen Worten ist das Bild umgeben, die dem Geheimnis Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tiefer grauet, steht er und sinnt und fühlet sich erbauet. Er klopft zuletzt, als schon die hohen Sterne ihr helles Auge zu ihm niederwenden. Das Tor geht auf und man empfängt ihn gerne mit offenen Armen, mit breiten Händen. Er sagt, woher er sei, von welcher Ferne ihn die Befehle höherer Wesen senden. Man horcht und staunt. Wie man den Unbekannten als Gast geehrt, ehrt man nun den Gesandten. Ein jeder drängt sich zu, um auch zu hören, und es bewegt von heimlicher Gewalt. Kein Odem wagt, den seltenen Gast zu stören, der jedes Wort im Herzen widerhallt. Was er erzählt, wirkt wie tiefe Lehren der Weisheit, die von Kinderlippen schallt. An Offenheit, an Unschuld der Gebärde scheint er ein Mensch von einer anderen Erde. Willkommen, ruft zuletzt ein Greis. Willkommen, wenn deine Sendung Trost und Hoffnung trägt. Du siehst uns an, wir alle stehen beklommen, obgleich dein Anblick unsere Seele regt. Das schönste Glück, ach, wird uns weggenommen. Von Sorgen sind wir und von Furcht bewegt. Zur wichtigen Stunde nehmen unsere Mauern dich Fremden auf, um auch mit uns zu trauern. Denn ach, der Mann, der hier alle verbündet, den wir als Vater, Freund und Führer kennen, der Licht und Mut dem Leben angezündet, in wenig Zeit wird er sich von uns trennen. Er hat es erst vor kurzem selbst verkündet, doch will er weder Art noch Stunde nennen. Und so ist uns sein ganz gewisses Scheiden geheimnisvoll und voller bitterer Leiden. Du siehst alle hier mit grauen Haaren, wie die Natur uns selbst zur Ruhe wies. Wir nahmen keinen auf, den jungen Jahren sein Herz zu früh der Welt entsagen ließ. Nachdem wir Lebenslust und Last erfahren, der Wind nicht mehr in unsere Segel blies, war uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen, getrost, dass wir den sicheren Hafen fanden. Dem edlen Manne, der uns hergeleitet, wohnt Friede Gottes in der Brust. Ich hab ihn auf des Lebens Pfad begleitet und bin mir alter Zeiten wohlbewusst. Die Stunden, da er einsam sich bereitet, verkünden uns den nahenden Verlust. Was ist der Mensch? Warum kann er sein Leben umsonst und nicht für einen Bessern geben? Dies wäre nun mein einziges Verlangen. Warum muss ich des Wunsches mich entschlagen? Wie viele sind schon vor mir hingegangen? Nur ihn muss ich am bittersten beklagen. Wer hätte sonst so freundlich dich empfangen? Allein, er hat das Haus uns übertragen. Zwar keinen noch zum Folger sich ernennet, doch lebt er schon im Geist von uns getrennet. Und kommt nur täglich eine kleine Stunde, zählet und ist mehr als sonst gerührt. Wir hören dann aus seinem eigenen Munde, wie wunderbar die Vorsicht ihn geführt. Wir merken auf, damit die sichere Kunde im Kleinsten auch die Nachwelt nicht verliert, auch sorgen wir, dass einer fleißig schreibe und sein Gedächtnis rein und wahrhaft bleibe. Zwar vieles wollte ich lieber selbst erzählen, als ich jetzt nur zu hören stille bin. Der kleinste Umstand sollte mir nicht fehlen, noch hab ich alles lebhaft in dem Sinn. Ich höre zu und kann es kaum verhehlen,
dass ich nicht stets damit zufrieden bin. Spreche ich einmal von allen diesen Dingen, sie sollen prächtig aus meinem Mund erklingen. Als dritter Mann erzählte ich mehr und freier, wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß und wie ein Stern bei seiner Taufe Feier sich glänzender am Abendhimmel wies und wie mit weiten Fittichen ein Geier im Hofe sich bei Tauben niederließ, nicht grimmig stoßend und wie sonst zu schaden, erschien sie sanft zur Einigkeit zu laden. Dann hat er uns bescheidentlich verschwiegen, wie er als Kind die Otter überwand, die er um seiner Schwester Arm sich schmiegen, um deren Schlafende festgewunden fand. Die Amme floh und ließ den Säugling liegen. Er drosselte den Wurm mit sicherer Hand. Die Mutter kam und sah mit Freude Beben des Sohnes Taten und der Tochter Leben. Und so verschwieg er auch, dass eine Quelle vor seinem Schwert aus trockenem Felsen sprang, stark wie ein Bach, sich mit bewegter Welle den Berg hinab bis in die Tiefe schlang. Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, als sie zuerst sich ihm entgegendrang. Und die Gefährten, die das Wunder schauten, den heißen Durst zu stillen, kaum getraut. Wenn einen Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt. Man muss in ihm die Macht des Schöpfers loben, der schwachen Ton zu solcher Ehre bringt. Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen und sagen, das ist er. Der ist sein Eigen. Denn alle Kraft drängt vorwärts in die Weite, zu leben und zu wirken hier und dort. Dagegen engt und hemmt von jeder Seite der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort. In diesem innern Sturm und äußern Streite vernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort von der Gewalt, die alle Wesen bindet. Befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Wie frühe war es, dass sein Herz ihn lehrte, was ich bei ihm kaum Tugend nennen darf, dass er des Vaters strenges Wort verehrte und willig war, wenn jene rauen Schaf der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf. Wie elternlos und irrend wohl ein Knabe aus Not es tut um eine kleine Gabe. Die Streiter musste in das Feld begleiten, zuerst zu Fuß bei Sturm und zu Sonnenschein, die Pferde warten und den Tisch bereiten und jedem alten Krieger dienstbar sein. Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten bei Tag und Nacht als Bote durch den Hain und so gewohnt, für andre nur zu leben, schien Mühe nur ihm Fröhlichkeit zu geben. Wie er im Streit mit kühnem, muntrem Wesen die Pfeile las, die er am Boden fand, eilte er hernach, die Kräuter selbst zu lesen, mit denen er Verwundete verband. Was er berührte, musste gleich genesen. Es freute sich der Kranke seiner Hand. Wer wollte ihn nicht mit Fröhlichkeit betrachten? Und nur der Vater schien nicht sein zu achten. Leicht wie ein segelnd Schiff, das keine Schwere der Ladung fühlt und eilt von Port zu Port, trug er die Last der elterlichen Lehre. Gehorsam war ihr erst und letztes Wort. Und wie den Knaben Lust, den Jüngling Ehre, so zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Vater sann umsonst auf neue Proben, und wenn er fordern wollte, musst er loben. Zuletzt
gab sich auch dieser überwunden, bekannte tätig seines Sohnes Wert, die Rauigkeit des Alten war verschwunden, er schenkt auf einmal ihn ein köstlich Pferd. Der Jüngling ward vom kleinen Dienst entbunden, er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert. Und so trat er geprüft in einen Orden, zu dem er durch Geburt berechtigt worden. So könnte ich dir noch tagelang berichten, was jeden Hörer in Erstaunen setzt. Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten gewiss dereinst von Enkeln gleichgesetzt, was dem Gemüt in Fabeln und Gedichten unglaublich scheint und es doch hoch ergötzt, vernimmt es hier und mag sich gern bequem, zwiefach erfreut, für wahr es anzunehmen. Und fragst du mich, wie der Erwählte heiße, den sich das Aug der Vorsicht ausersah, den ich zwar oft, doch nie genugsam preise, an dem so viel Unglaubliches geschah? Humanus heißt der Heilige, der Weise, der beste Mann, den ich mit Augen sah, und sein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, sollst du zugleich mit seinen Ahnen kennen. Der Alte sprach's und hätte mehr gesprochen, denn er war ganz der Wunderdinge voll, und wir ergötzten uns noch manche Wochen an allem, was er uns erzählen soll. Doch eben ward sein Reden unterbrochen, als gegen seinen Gast das Herz am stärksten quoll. Die anderen Brüder gingen bald und kamen, bis sie das Wort ihm aus dem Munde nahmen. Und da nun Markus nach genossenem Mahle dem Herrn und seinen Wirten sich geneigt, erbat er sich noch eine reine Schale voll Wasser, und auch die ward ihm gereicht. Dann führten sie ihn zu dem großen Saale, worin sich ihm ein seltener Anblick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben. Ich will es euch gewissenhaft beschreiben. Kein Schmuck war hier, die Augen zu verblenden. Ein kühnes Kreuzgewölbe stieg empor, und 13 Stühle sah er an den Wänden, umhergeordnet wie im frommen Chor, gar zierlich ausgeschnitzt von klugen Händen. Es stand ein kleines Pult an jedem vor. Man fühlte hier die Andacht sich ergeben und Lebensruh und ein gesellig Leben. Zu Häupten sah er 13 Schilde hangen, denn jedem Stuhl war eines zugezählt. Sie schienen hier nicht ahnen, stolz zu prangen, ein jedes schien bedeutend und gewählt. Bruder Markus brannte vor Verlangen zu wissen, was so manches Bild verhehlt. Im Mittelsten erblickt er jenes Zeichen zum zweiten Mal, ein Kreuz mit Rosenzweigen. Die Seele kann sich hier gar vieles bilden. Ein Gegenstand zieht von dem anderen fort. Und Helme hängen über manchen Schilden, auch Schwert und Lanze sieht man hier und dort. Die Waffen, wie man sie von Schlachtgefilden auflesen kann, verzieren diesen Ort. Hier Fahnen und Gewehre fremder Lande, und seh ich recht auch Ketten dort und Bande. Ein jeder sinkt vor seinem Stuhle nieder, schlägt auf die Brust in Stillgebet gekehrt. Von ihren Lippen tönen kurze Lieder, in denen sich andächt'ge Freude nährt. Dann segnen sich die treu verbundenen Brüder zum kurzen Schlaf, den Phantasie nicht stört. Nur Markus bleibt, indem die anderen gehen, mit einigen im Saale schauen stehen. So müd er ist, wünscht er noch fortzuwachen, denn kräftig reizt ihn manch und manches Bild. Hier sieht er einen feuerfarbenen Drachen, der seinen Durst in wilden Flammen stillt. Hier einen Arm in eines Bären Rachen, von dem das Blut in heißen Strömen quillt. Die beiden Schilder hingen gleicher Weite beim Rosenkreuz zurecht
und linken Seite. »Du kommst hierher auf wunderbaren Pfaden«, spricht ihn der Alte wieder freundlich an. »Lass diese Bilder dich zu bleiben laden, bis du erfährst, was mancher Held getan. Was hier verborgen, ist nicht zu erraten. Man zeige Dennis dir vertraulich an. Du ahnest wohl, wie manches hier gelitten, gelebt, verloren ward und was erstritten. Doch glaube nicht, dass nur von alten Zeiten der Kreis erzählt. Hier geht noch manches vor. Das, was du siehst, will mehr und mehr bedeuten. Ein Teppich deckt es bald und bald ein Flor. Beliebt es dir, so magst du dich bereiten. Du kamst, o Freund, nur erst durchs erste Tor. Im Vorhof bist du freundlich aufgenommen und scheinst mir wert, ins Innerste zu kommen. Nach kurzem Schlaf in einer stillen Zelle weckt unseren Freund ein dumpfer Glockenton. Er rafft sich auf mit unverdrossener Schnelle. Dem Ruf der Andacht folgt der Himmelssohn. Geschwind bekleidet eilt er nach der Schwelle, es eilt sein Herz voraus zur Kirche schon. Gehorsam ruhig, durch Gebet beflügelt, er klingt am Schloss und findet es verriegelt. Und wie er horcht, so wird im gleichen Zeiten dreimal ein Schlag auf hohles Erz erneut. Nicht Schlag der Uhr und auch nicht Glocken läuten, ein Flötenton mischt sich von Zeit zu Zeit. Der Schall, der seltsam ist und schwer zu deuten, bewegt sich so, dass er das Herz erfreut. Einladend ernst, wenn sich mit Gesängen zufriedene Paare durcheinander schlängeln. Er eilt ans Fenster, dort vielleicht zu schauen, was ihn verwirrt und wunderbar ergreift. Er sieht den Tag im fernen Osten grauen, den Horizont mit leichtem Duft gestreift, und soll er wirklich seinen Augen trauen? Ein seltsam Licht, das durch den Garten schweift, drei Jünglinge mit Fackeln in den Händen, sieht er sich eilend durch die Gänge wenden. Er sieht genau die weißen Kleider glänzen, die ihnen knapp und wohl am Leibe stehen, ihr lockig Haupt kann er mit Blumen kränzen, mit Rosen ihren Gurt umwunden sehen. Es scheint, als kämen sie von nächt'gen Tänzen, von früher Mühe recht erquickt und schon. Sie eilen nun und löschen, wie die Sterne, die Fackeln aus und schwinden in die Ferne.